Über 4.500 fröhliche Hockeyfans trafen sich in Wolfsburg. Die Eisbären waren zu Gast. Die Eisarena am Allerpark platzte aus allen Nähten. Die Eisbären 2 Siege in Folge. Sie wollten noch schnuppern am Platz 10. Und Wolfsburg hart drauf für den Kampf um Platz 6. Aber auch zuletzt 2 Niederlagen in Folge. Also, es sollte ein packendes Spiel werden. Wir springen rein. 2. Minute. Wolfsburg im Scheibenbesitz. Schinko. Und da ist Gerrit Fausser. Er ist drin. 2. Saisontor für den erfahrenen Stürmer, weil Jonas Müller und Tobias Altschützka hier die Scheibe nicht wegbekommen und er einfach zu clever ist. 1:0 für die Grizzlies Wolfsburg. Das nennt man Start nach Maß, aber auch Berlin auf der anderen Seite effektiv. Giovanni Fiore, brenzliche Situation dafür Dustin Strahlmeier, aber Berlin kriegt die Scheibe nicht ins leere Tor. Weiter auf der anderen Seite, Lauren Braun, gestern hat er Geburtstag gehabt. Und für ihn wäre natürlich ein Tor gerade gegen Berlin eine richtige Wohltat. Gut befreit hier von Erik Mick, aber auch Tobias Anschitschka wieder mit einem richtig guten Save. Natürlich springen wir gleich wieder auf die andere Seite. Es ging hin und her und dann Dustin Strahlmeier muss das Schlimmeres verhindern. Hier sieht man es nochmal genau, wie wichtig dieser Save war. Und dann hebt er das Tor aus den Angeln. Also gute Stimmung bei den Wolfsburger Fans. 1:0 Führung. Platz 6 zum Greifen nah. Rein in den zweiten Durchgang. Nächste dicke Möglichkeit wieder Anschitschka da zur Stelle. Wolfsburg immer wieder mit solchen gefährlichen Angriffen, aber auch immer wieder eben dieser Tobi Anschitschka. Berlin versucht es mal sauber rauszuspielen über Fiore. Gut, lassen sie da die Scheibe laufen, aber auch eben gut dieser Dustin Strahlmeier. Da geht's. Der Ellbogen nach unten, der klemmt die Scheibe ein. Schnelles Umschaltspiel. Spencer Mahacek wieder. Anschitschka und das gleich mal 2. Hier sehen wir es. Einmal und den Rebound auch gleich noch pariert. Unglaublich, was hier heute geboten wurde. Nächste Schussmöglichkeit von Nöbels. Ganz, ganz knapp über das Tor. Nochmal berate. Greg Streu und Serge Aubin. Geht hier noch was? Rein ins letzte Drittel. Es ist ein Spiel der besten Powerplay-Mannschaft der Liga. Und dann ist die Scheibe frei. Keiner bekommt sie irgendwie rein. Hier sehen wir es. Da liegt sie noch frei. Aber JC Oppe tritt noch irgendwie drauf. Deswegen Glück für Wolfsburg. Und dann wieder die Grizzlies. Mit Jordan Murray. Der geht dann da einfach mal straight durch und schiebt Anschitschka ins Tor. Da haben wir es. Dann nochmal eine Möglichkeit für die Wolfsburger. Freie Bahn, schwer zu nehmen für Archibald, aber wieder ist es Tobi Anschitschka. Darren Archibald kaum gesehen, aber Fakt ist eins, mehr passierte nicht. Wolfsburg holt sich den Sieg. Wichtige 3 Punkte im Kampf um Platz 6. Den behalten sie inne. Berlin muss Wunden lecken. Das wird ganz schwer. Das war echt ein schnelles Spiel, auch auf Augenhöhe. Aber wir sind nicht ganz vors Tor gekommen und hatten wenig gefährliche Chancen. Und Wolfsburg hat das auch gut defensiv gemacht. Das war eigentlich fast ein Pflichtsieg für uns. Auch wenn Berlin natürlich alles reinhaut, gerade in den Plätzen unten unheimlich wichtig. Aber wir haben die letzten 2 Spiele verloren, sehr knapp. Wir mussten die Punkte holen und ich glaube, wir haben es sehr gut gemacht. Wolfsburg mit einer guten Ausgangslage, Platz 6 in Berlin. Naja, die nächsten Gegner, es wird nicht leichter. Mannheim, Ingolstadt und Bremerhaven. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.